Mit dem Werderberger-Lied haben die Rechtighallen die 12. Verleihung vom Buxer-Kulturpreis eingesungen und mit dem Werderberger-Lied auch gezeigt, dass es nicht nur eine Buxer-Angelegenheit ist. Das zeigt sich auch bei den Preisträgerinnen und Preisträgern. Der Hans-Rudi Bucher, Präsident der Kulturkommission, war stolz, wie der Daniel Gut, dass so zahlreiche Leute erschienen sind. Sie beweisen mit ihrer Anwesenheit, dass ihnen das etwas Wichtiges ist. Sie tun auch diesen Kultur Preisträger von heute Abend ehrerbieten und dafür danke ich Ihnen vielmals und wünsche uns allen einen schönen Abend. Merci vielmals. Guten Abend miteinander, liebe Gäste. Auch ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen als Projektleiterin von der Kulturpreisverleihung. Ich darf gerne den Herrn Rudolf Lippuner, Gemeindepräsident aus Grabst, dafür bitte, er wird Laudatio halten für das Redaktionsteam vom Werderberger Jahrbuch. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz, ganz einen schönen Abend heute, viel, viel Vergnügen und lassen Sie sich beflügeln von dem heutigen Abend. Es ist für mich eine besondere Ehre und Freude, am Ende meines Wirkens als Gemeindepräsident von Grabst und als Präsident der Region Sarganserland Werderberg bei der Kulturpreisverleihung der Stadt Buchs die Laudatio für eine äußerst verdiente Preisträgerin zu halten. Die heutige Preisträgerin, nämlich das Redaktionsteam des Werdenberger Jahrbuchs, publiziert seit 1987 zusammen mit der Herausgeberin der historisch-heimatkundlichen Vereinigung des Bezirks Werdenberg sehr erfolgreich das Werdenberger Jahrbuch. Bis heute sind 29 Jahrgänge mit über 770 Sachbeiträgen von 328 Autorinnen und Autoren erschienen. Die Präsentation des 30. Jahrgangs steht in wenigen Wochen bevor. Das Werdenberger Jahrbuch darf mit Sicherheit als das bedeutendste Werk zur Geschichte der Gemeinden unserer Region bezeichnet werden. Ich bin überzeugt, dass uns viele andere Regionen und Gemeinden um dieses besondere Werk beneiden. Dank dem Werdenberger Jahrbuch kann sich die breite Bevölkerung nicht nur mit unserer Geschichte auseinandersetzen. Sie findet auch viele Artikel zu Themen mit einem Bezug zu aktuellen Themen im jeweiligen Ausgabejahr. So sind zum Beispiel in der Ausgabe 1990 dem damals aktuellen Thema Rheinkraftwerk Schweiz-Liechtenstein zwei Beiträge gewidmet. Der bekannte, inzwischen verstorbene Radiojournalist Thies Adank hat in einem Beitrag seine Bedenken zu diesem Kraftwerk geäußert. Mit der Energiestrategie 2015 und dem geplanten Ausstieg aus der Atomenergie gewinnt dieses Thema mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder an Aktualität. Viele Publikationen sind aber auch Zeitzeugen und haben oftmals auch einen ganz persönlichen Bezug. So habe ich das Glück, dass ich meinen Kindern im ersten Jahrbuch von 1988 ihren Großvater, den sie leider nicht mehr kennenlernen konnten, als einer seiner letzten Ansticker in Grabs vorstellen darf. Im Jahrbuch 1991 hat Rudolf Sigrist einen Beitrag unter dem Titel «Eine Werdenberger Familie im Orient» veröffentlicht. Am vergangenen Mittwoch fand unter dem Patronat des Werdenberger Jahrbuchs eine vielbeachtete Buchpräsentation mit dem Titel «Man treibt sie in die Wüste» statt. Grundlage zu diesem Buch waren die Aufzeichnungen der Eltern von Rudolf Sigrist als Augenzeugen. Mit diesen Beispielen wollte ich nur andeuten, wie groß der Bogen der Vielfältigkeit des Werdenberger Jahrbuchs wirklich gespannt ist. Praktisch in jedem Jahrgang findet auch das Werdenberger Kulturschaffen oder Kunstschaffen Eingang. So kann man im zweiten Jahrgang, kommentiert von Noldi Kessler, Folgendes lesen. Der Vergleich vom kometenhaften Erscheinen eines neuen Sterns am Werdenberger Kunsthimmel drängte sich nicht auf, als Leo Gräßli ab den 70er Jahren an mehreren Ausstellungen zur festen Größe im einheimischen Kulturgeschehen wurde. Zitat Ende. Als hätte es Noldi Kessler geahnt, eben dieser Leo Gräßli war 2004 der Kunstkulturpreisträger der damaligen Gemeinde Buchs als der erste.
Im Vorwort des zweiten Jahrgangs kann man unter anderem Folgendes lesen. Ich zitiere: Heimatkunde im Rahmen eines Jahrbuchs zu betreiben, will überlegt sein. Bei der Vereinigung von Beiträgen zu einer ansprechenden Sammlung sind den Redaktoren Forderungen aufgetragen und Grenzen gesetzt. Wir haben uns bemüht, nicht nur einfach geschichtliche Gegebenheiten aufzuspüren und als Lesestoff aneinander zu reihen, sondern unser Vorgehen nach Leitsätzen auszurichten. Zitat Ende. Dieser hohe Anspruch an die Qualität der Publikationen, die Vielseitigkeit und die historische Bedeutung, welcher sich im Werdenberger Jahrbuch widerspiegelt, ist einzigartig und verdient unseren Respekt und eine hohe Anerkennung. Dieser Respekt und die große Anerkennung gehören selbstverständlich dem Redaktionsteam des Werdenberger Jahrbuchs, welches seit dem ersten Jahrgang jedes Jahr mit großem Engagement, Leidenschaft, Sach- und Fachkenntnis für eine Publikation von hohem Wert verantwortlich zeichnet. Ganz besonders ist zu erwähnen, dass Hans-Jakob Reich seit 1987 und Hans-Jakob Gabatuller seit 1991 dem Redaktionsteam angehören. Auch das ist nicht selbstverständlich und die Herausgeberin des Jahrbuchs darf sich glücklich schätzen, auf ein Team zu zählen, welches sich über Jahrzehnte einer Sache wie dem Werdenberger Jahrbuch verpflichtet fühlt. Mit dem Kulturpreis der Stadt Buchs werden Personen und Gruppen ausgezeichnet, die mit Innovation oder über längere Zeit herausragende Leistungen zur Aufwertung des Buchser Kulturschaffens beigetragen haben oder erbracht haben. Das Redaktionsteam des Werdenberger Jahrbuchs ist ein würdiger Preisträger. Gerade auch deshalb, weil sich die herausragenden Leistungen dieses Teams nicht auf Buchs allein beschränken, sondern in der Region und darüber hinaus wahrgenommen und sehr geschätzt werden. Ich gratuliere dem Redaktionsteam des Werdenberger Jahrbuchs, namentlich Hans-Jakob Reich, Hans-Jakob Gabatuller und Sepp Gähwiller, im Namen der Stadt Buchs, aber auch in meinem persönlichen Namen, zur heutigen Auszeichnung mit dem Kulturpreis der Stadt Buchs ganz herzlich. Der Preis soll für euch Dank und Anerkennung für die großen Leistungen der vergangenen Jahre sein. Ganz nach dem Motto der heutigen Preisverleihung, Kultur beflügelt, hoffe ich, dass euch, geschätztes Redaktionsteam, der Kulturpreis der Stadt Buchs beflügelt und gleichzeitig motiviert, für weitere spannende Jahrgänge des Werdenberger Jahrbuchs verantwortlich zu zeichnen. Ich wünsche dem Werdenberger Jahrbuch weiterhin viel Erfolg und danke der Stadt Buchs, dass ich die Laudatio für dieses besondere Ereignis halten durfte. Ihnen, geschätzte Damen und Herren, wünsche ich noch einen beflügelten Abend. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz besonders jetzt der Pokal und der Preis zusammen hat das Kuvert mit dem Preisgeld im Redaktionsteam Hans-Jakob Reich und Hans-Jakob Gabatuller da, wo da sind, zu überreichen. Herzlichen Dank. Besonders zu erwähnen sind die drei Mitglieder von der ersten Stunde, Mitbegründer, das ist der Hans Stricker,
der Otto Ackermann und der Noldi Kessler. Und natürlich auch alle die 338 Autorinnen und Autoren, die gegen 800 Sachbeiträge geschrieben haben. Aber dass es das Werdenberger Jahrbuch immer noch gibt und dass es so gibt, wie es ist, das hat schon ein bisschen etwas mit uns beiden zu tun. Und seit einem Jahr werden wir von einem weiteren Redakteur unterstützt, vom jungen Historiker Sepp Gähwiler. Wir haben das gehört. Er kann heute Abend leider da nicht dabei sein, weil er im Fabrik in einen Kriminalfall verwickelt ist. Wir hoffen aber, dass er morgen wieder auf freiem Fuß ist. Es ist uns eine grosse Freude und Ehre, dass wir just zum 30. Jahrgang sozusagen die urbane Weihe fürs kulturelle Schaffen im ländlichen Raum überkommt. Dafür danken wir der Kulturkommission und der Stadt Buchs ganz herzlich. Herzlichen Dank auch an Rudi Lippuner für seine Laudatio, wo ich gerne ein gutes Stück davon auch unseren Angehörigen weitergebe, wo Jahr für Jahr an dem Jahrbuch mittragen. Danke vielmals. Und ich danke auch allen, die sich mit uns über den Preis freuen. Darf ich auch ein paar Worte sagen? Selbstverständlich, gerne. Ich muss auch nicht etwas los werden. Gerne. Darf ich auch nicht? Ich muss auch brillen. Ah, hallo, das kenne ich. Ja. Geht's? Soll das nicht bekommen? Ja, jetzt ist gut. Ich mache es kurz mit der Anrede. Geschätzte Anwesende, der Dankeswort von meinem Jahrbuchkollege Hans-Jakob Reich möchte ich mich vorbehaltlos anschliessen und meinerseits der Freude und dem Stolz über die Wertschätzung ausdrücken, die uns und unserem Produkt gegenüber heute einen Tag geleitet wird. Mein Dank aber geht vor allem auch an meine Familie. Hans-Jakob Reich hat es bereits angetönt, speziell auch an meine Frau Helene, die immer wieder viel Verständnis für mein Hobby aufgebracht hat. Manchmal auch hat mir aufbringen, wenn ich mich in meine Jahrbuchbrütwerkstatt mit ihrer Sauwarnung zurückgezogen habe, anstatt den Rasen zu mähen. Wie viele Schweizer haben oder Hans-Jakob Reich und ich uns im Militärdienst kennengelernt? Da ist einmal so ein junger Funker-Hamburger auf mich zugekommen und hat mich als schon fast altdienter Nachrichtensoldat gefragt, wie man einen speziellen Knopf, einen sogenannten Mastwurf, mache. Der Nachrichtler hat ihm das dann bereitwillig gezeigt. Etliche Jahre später bin ich dann vom Gerhard Hochuli angefragt worden, aus welchen Gründen weiss ich nur, ob ich nicht Interesse hätte, im noch jungen Jahrbuchteam mitzumachen. Spontan habe ich zugesagt. Dort habe ich dann auch meinen Vornamensvetter wieder getroffen und mich sofort in dem Jahrbuchteam pudelwohl gefühlt. Sozusagen, mein Seelenstück ist 1992 abgeliefert worden, ein Beitrag über die Sprache, besser gesagt über das Läng von den damaligen Jugendlichen, die heute so jung auch noch sind. Nach dem Seelenstück sind es in meinen bald 26 Jahrbuchjahren ein paar mehr geworden. Der Mastwurf hat bis heute gehalten. Wenn auch in unserer Einheit, im Gebirgsfusilierbataillon 112, später die Auflösung folgt. Dass wir zwei bei unserem nicht eben hoch dotierten Abgang aus dem Dienst am Vaterland an der Auflösung aber die Schuld sein sollen, das behaupten, das wäre dann doch ein bisschen vermessen. Der Mastwurf aber hat, wie gesagt, bis heute gekippt. Darum möchte ich es auch nicht verbummeln heute, da und jetzt, dem verdienten Funker, er hat es immerhin wie nie zum Gefreiten gebracht, ganz herzlich zu danken. Dank für die bewährte Kamerad und Freundschaft. Dank auch für die tiefe Kollegialität. Ohne HJR, das Kürzel steht bekanntlich für Hans-Jakob Reich,
Ohne ihn als Primus inter pares und ohne die gegenseitige Achtung im Jahrbuchteam gäbe es in unserem Periodikum als Sammelwerk im und für das Werdenberg in dieser Form wohl schon lange nicht mehr. Dafür danke ich dir herzlich und bei Ihnen allen bedanke ich mich mit Stolz für die heute erfahrene Anerkennung von unserer Arbeit. Dankeschön. Ich darf der Heini Senn zu mir bitten. Er macht Laudatio heute Abend für eine verkehrsfreie Buchs. Es gibt Sachen im Leben, die stinken einem richtig. Man muss sie machen, sie sind Verpflichtung. Wenn du an einem tollen Verein die Laudatio halten und die auch noch selber ein bisschen gestalten kannst, dann ist das super und freut mich richtig und ist alles andere als eine lästige Verpflichtung. Ihr wisst ja alle, seit vielen Stunden, wer den Preis hier überkommt. Ich könnte ihn jetzt gerade so übergeben, so, hätte noch etwas für meine Gage getan. Das wäre ein bisschen respektlos und ohne Stil, weil der Verein, der macht ganz viel. In Buchs, da kann man ihn nur wegdenken. Darum wollen wir ihm den Preis heute würdig schenken. Ich werde euch jetzt dazu verknurren. Wir gehen jeden Buchstaben einzeln durch. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich habe den Bucher erst jetzt gerade instruiert. E steht für Erfolg. Der Hans, da kann man sagen. Sie tragen den Namen Buchs in die ganze Welt ausgetragen. Seit über 100 Jahren sind sie am Werben, dass der Tourismus in Buchs nicht ganz aussterben muss. Mit Camping, Frühling, Weihnachtsmarkt, Verschönerungsaktionen sind sie unser Aushängeschild für viele fremde Nationen. S. S, das steht für sparsam. Und das sind sie bei Gost. Briefe im Buchs werden vertreibt, gehen nicht per Post. Siehst Meier und der Hansjörg
Ich habe es nur gehört sagen, mit dem Töffli Mitgliederbeitrag austragen. V. Und jetzt müsst ihr einfach alle, vielleicht, die unter 16 sind, bitten, kurz die Ohren zuzuheben, weil der ist jetzt vielleicht nicht ganz, nicht ganz jugendfrei. V steht für Verkehr. Ich meine nicht den im Bett, wo man vielleicht auch wieder einmal gerne hat. Nein, es geht um viel wichtigere Sachen, wo sie für Buchs ganz selbstverständlich machen. Sogar der Seniorenausflug wird organisiert. Ich habe es schon gesehen. Und dort ist der andere Verkehr, weil er kein Thema mehr. K steht für Chaot. Ich weiss, man schreibt es mit C. Aber mit K, da wirkt es halt noch etwas mehr. Am Donnerstag kommt am Anfang in den Sinn, dass im Couvert ausgegangen sind. Am 11 Uhr Nacht wirst in der Ferien mit SMS geweckt. Die Frau und mich hat es zuerst noch recht verschreckt. Ist heute mit den Kindern? Stehst du schweissgebadet auf im Bett? Nein, es ist nur der Andreas, der die Couvert für einen Neuzuzeugertag will. Mundart ist halt einerseits. Er fängt darum Ötscher einen Verweis, wenn er am N Neuzuzeugertag durch alle Böden durch nicht Schriftdeutsch reden mag. R. Rüstig. Muss man da raus, ja? Rüstig muss man sein bei diesem Verein. Verschont werden hier auch keine. Schwiegertöchter, Hünd und Tanten, Freunde und noch flüchtige Bekannte wollen helfen und sind sogar noch froh, dass sie etwas für den Verein tun können. Der Weiniger opfert die Ferien, kommt zum Glauben, damit er sich am Weihnachtsmarkt austoben kann. Goni verkauft den Glühwein in rauer Masse in diesen schönen Weihnachtstassen. Der Sepp, der steht am Frühlingsmarkt am Grill, weil das seine Ruth halt so will. Sie machen das ohne Murren oder Kehren und schon gar nicht, weil sie etwas wollen verdienen. V. Die Hauptversammlungen sind immer ein Erlebnis. Es gibt alles, von Lotto über Gesang bis Imbiss. Es ist manchmal fast nicht zum Verstehen, wie da mit diesen kleinen Mitgliederbeitrag gehen kann. Darum rufe ich euch jetzt auf, komm auch dazu zu diesem Verein. Der Hans-Jürg hat sicher noch ein paar Einzahlungsscheine dabei. Jetzt kommt schon wieder so ein blöder See. Langsam kenne ich dann keine Sprüche mehr. Außer dem mit der Bundesfeier könnte ich noch bringen. Man kann dort tanzen, essen, singen. Die Organisation, die machen es perfekt. Und haben es mittlerweile auch gut gecheckt, dass Reden, da braucht es keine mehr. Ich meine, das hat man ja auch gesehen. Diesen Redner kannst du eh nicht trauen, wenn sie reden über Männer und Frauen. Dafür kommt Steinmann-Echo, Jahr für Jahr. Ich habe das Gefühl, und meine sei wahr, es ist weniger wegen der schönen Musik zum Feiern, sondern vielmehr wegen dem Balkon von ihr.
Und jetzt müssen alle zufällig anwesenden Stadträte einfach doch kurz die Ohren zuheben. Vielleicht Daniel gut hier. Sonst weiss, müssen wir es zensurieren. Also B, B. B, das steht für Bucher. Wie kommt jetzt der da her? Der Buchstabe, der steht da völlig quer. Im Vorstand ist er eine Art dabei, aber da, da passt er jetzt überhaupt nicht rein. Es ist ja so, da bin ich mir jetzt schlüssig, der ist wie die Stadträte, halt manchmal überflüssig. Mit E. Da können wir Energie verbinden, die tut bei denen nie verschwinden. Von morgen früh bis abend spät sind sie für den Verein auf Draht. Darum möchte ich mit dem letzten E bekunden, dass ich es als grosse Ehre habe empfunden. Die Leute vom Verkehrsverein zum Kulturpreis dürfen zu gratulieren und ihnen ein bisschen Hunk haben, ums Maul um mit schmieren. R. Rechtschreibung ist schon noch, ja. R. Das steht für Ruhe. Die sollen ihr jetzt haben. Es kommen ja schliesslich auch noch andere dran. Ich spüre nämlich, es wird jetzt langsam kritisch. Ich meine auch, dass es langsam Zeit ist, aufzuhören mit dem langweiligen Geplapper. Sonst wird nämlich Zeit für den Apero immer knapper. Herzliche Gratulation am Verkehrsverein zum Kulturpreis 2016 von meiner Seite. Also nochmal einen herzlichen Dank und Applaus im Heini für die super Laudatio und er kommt auch schon ins Fernsehen. Und dann dürfen wir den Preis auch übergeben im Verkehrsverein und ich gebe ihn am besten im Präsidenten. Und da ist es gut her. Herzliche Gratulation. Ja, geschätzte Gäste, eigentlich bin ich fast ein bisschen sprachlos. Das gibt es selten bei mir. Aber heute bin ich wirklich jetzt so überrumpelt und überrascht worden. Besten Dank möchte ich zuallererst einmal dem Laudator sagen, dem Heini Senn, der das super gemacht hat. Eine Riesenfreude. Danke vielmals nochmal. Ganz einen herzlichen Dank möchte ich natürlich auch hier unten euch aussprechen, weil ihr seid im einen Sinn eigentlich die Träger von dem Verein. Vor allem auch dem Stadtpräsident ganz einen herzlichen Dank. Er tut uns auch schon lange unterstützen. Und ja, wir kommen halt immer wieder mit einem Anliegen dazu. Wir haben Ideen. Ihr habt das auch gesehen, vielleicht hier bei diesem Auftritt. Ich lasse meine Frauen und Männer nicht einfach im Regen stehen. Vor allem die Frauen lasse ich nicht gerne im Regen stehen. Darum habe ich gedacht, ich tue heute mal organisieren, dass wir den roten Teppich für sie auslegen. Wir haben hier drin, ich habe heute Abend mal noch gesehen, jemand, eine Person, wo der Kulturpreisverleihung eigentlich besonders unterstützt hat, vor ein paar Jahren. Ihr habt es gehört, 2004 ist die Kulturpreisverleihung
gegründet worden, hat man die ins Leben gerufen. Ich mache jetzt vielleicht noch ein bisschen Zurückgedanken von mir, bevor ich dann nachher zu meinen Mitarbeitern rübergehe. Ich freue mich natürlich, dass der Kulturpreis so lange standhaltet. Ich habe nämlich gesehen, vor etwa 14 Jahren, nein, 12 Jahre ist es, im 2004, habe ich damals dem Gemeinderat Ernst Hanselmann, der heute auch unter uns ist, einmal vorgeschlagen, dass man einen Kulturpreis machen könnte, zu Buchs, dass man einmal die Leute, die zu Buchs etwas unternehmen, immer wieder dran sind, dass etwas läuft, dass man denen einmal von der Gemeinde aus eine Anerkennung gibt. Ich hätte aber damals nicht gedacht, dass ich dann einmal die Anerkennung bekomme da mit unserem Verein. Also respektive, ich bin hier gerade auch neu als Präsident gewählt worden im Verkehrsverein. Ganz einen herzlichen Dank an Ernst Hanselmann, dass er da mich damals unterstützt hat bei der Gründung. Und ihr seht, es ist nachhaltig und es ist Wirtschaft und es ist gut. Ich glaube, auch er hat einen Applaus verdient. So, jetzt möchte ich aber hier oben nicht länger weiterreden. Ihr seht, wir sind 2, 4, 6, 7 Leute. Dann haben wir noch einen Aufseher unter uns. Der Heini hat gesagt, er ist nicht immer dabei, aber er ist viel dabei, wenn es etwas zu essen und zu trinken gibt. Das ist nämlich unser Stadtrat Hans-Rudi Bucher. Ja. Ich glaube, mein junges Team hier tut sich gerade selber vorstellen, was ihre Tätigkeiten sind hier bei uns im Verein. Dann gehört ihr das gerade selber. Bitte, Evi. Du willst es gerade behalten, oder? Ja. Ich heiße Evelyn Crescente und ich bin Jasmin Fetsch. Wir zwei starten im Mai miteinander mit dem Frühlingsmarkt. Der Frühlingsmarkt ist in der Bahnhofstrasse zu Buchs. Dort hat es etwa 70 Marktstände und ist einer der schönsten Hand- und Hobbymärkte hier in der Region. Wir starten nicht nur zusammen, sondern wir beenden das Jahr auch mit unserem Klausmarkt. Der findet jetzt dann schon gleich wieder statt. Unser idyllischer Klausendörfli lohnt sich wirklich zum Besuchen vom 2. bis zum 4. Dezember. Dort lasst ihr euch verwöhnen vom Glühweinduft und anderen kulinarischen Sachen. Karussell hat es auch für Kinder und handwerkliche Meisterwerke rund das Ganze ab. Unsere Klausen im Klausenhäuschen erwartet sie. Mein Name ist Werner Winiger, ich bin Vizepräsident und technischer Leiter. Seit heute. Voran bin ich Bauchef, jetzt bin ich technischer Leiter. Ich bin zuständig für den Auf- und Abbau von diesen Klausenhäuschen, von den Marktständen am Frühlingsmarkt, für Bestuhlung, respektive dass es richtig aufgestellt ist, am 1. August. Und dass Zeltbauer wissen, wo sie ihr Zeug anstellen können. Mein Name ist Goni Winiger. Ich bin Aktuarin in diesem Verein und ich habe ziemlich viel zu tun. Wir haben viele Sitzungen. Dann bin ich dabei beim Organisationskomitee vom 1. August. Und dann suche ich immer Helfer für unsere vielen Anlässe. Also wenn jetzt jemand da ist, der wahnsinnig Lust und Freude hat, um uns mithelfen, dann dürfen wir nachher gerne auf mich zukommen. Ich würde mich freuen. Mein Name ist Ruth Crescente und normalerweise bin ich also nicht hinter dem Steuerrad, sondern daneben, weil ich organisiere mir den Seniorenausflug, den wir da jedes Jahr haben und auch noch am 1. August bei der Bundesfeier bin ich für die Musik zuständig und muss noch anmerken, wir haben den Steinwand-Echo erst das letzte Jahr wieder gehabt. Vorher haben wir Einheimische gehabt. Für den Volkstümlichen Teil bin ich mal auch noch zuständig und das ist so
meine Präsentation. Ich bin im Team für Transportlogistik zuständig, für Administration und für allgemeine Allrounder. Ich habe auch sehr viele Aufgaben, die ich noch bewältige. Mein Hobby ist die Neuzuzügerbegrüssung, darf man glaube ich sagen. Ich schaue auch immer wieder, dass die Neuzuzüger eine schöne Tour machen. Ich mache mit ihnen eine kulinarische Kulturreise durch Buchs. Also es gibt auch immer wieder etwas zu essen und zu trinken. Und am Schluss von dieser Reise kommt jeder zu Buchs, der neu zuzüchtet, so eine Tasche über. Jetzt nicht gerade die, aber eine ähnliche Tasche, gut gefüllt für das leibliche Wohl und für Gucci. Also die noch nie dabei gewesen sind. Nein, das darf ich jetzt nicht sagen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich schon erlebt habe, dass dreimal eine Familie kam ist und neu zuzeugen Begründung und die haben wir dann am dritten Mal müssen begründen, warum dass sie gekommen sind, oder? Aber die sind wirklich dreimal weggezügelt und sind immer wieder gekommen und sind immer wieder an Neuzuzüger begrüßt. Das ist auch eine gewisse Auszeichnung, dass man eigentlich die Sache gut macht. Und vor allem auch haben wir dort auch Behörden dabei, die ganz gut mitmacht, und die Pfarrer haben wir dabei. Es ist eine ganz tolle Sache hier. Ich bin der Hans-Jörg Bricken. Ich bin der, wie der Heini Sehn gesagt hat, der mit seiner Frau der Meier etwa mit dem TÜV Post verteilt, damit wir etwas sparen. Jetzt könnt ihr raten, was ich mache. Ich bin für die Finanzen zuständig. Früher hat man gesagt, Säckelmeister. Und weltoffen, wie wir sind, heisst heute CFO. Chief Financial Officer. Nicht? Launi macht Statistiken für alle, die Märkte, also Auslagen, Einnahmen, damit man sagt, was bringt oder was eben nicht bringt. Und dann bin ich noch zuständig für den Campingplatz, mache dort Lohnbuchhaltung und Statistik für den Bund und lerne dort einen Haufen Touristen kennen, die immer wieder auf Buchs kommen. Ciao.
Schlitz, das gibt ein Kreuz.